Dieses kurze Video erklärt Ihnen, wie Sie die 24-Stunden-Urinsammlung korrekt durchführen. Das Ziel ist, dass Sie 24 Stunden lang Ihren gesamten Urin in einer Urinflasche sammeln. Ansonsten sollten Sie während dieser Zeit wie gewohnt Ihren üblichen Tätigkeiten nachgehen und normal trinken. Die Menge an Urin, die innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Daher spielt die Gesamtmenge keine Rolle, solange Sie während der Sammlung Ihren gesamten Urin in der Urinflasche aufgefangen haben. Wichtig ist auch, dass nur Urin und kein Stuhl gesammelt wird. Für die 24-Stunden-Urinsammlung erhalten Sie folgendes Material. 2 Urinflaschen für je 3 Liter mit Etikett und Beiblatt. Einen Messbecher für die Frauen. 2 Kühlbeutel, eine Tasche für den Transport des Materials und eine Sicherheitsnadel als Erinnerungshilfe. Das Material erhalten Sie bei Ihrem ersten Besuch im Studienzentrum. Bitte benutzen Sie für die Urinsammlung ausschließlich dieses Material und keine anderen Gefäße oder Behälter, damit der Urin nicht verunreinigt wird. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie während der Urinsammlung stets das ganze Material mit sich tragen. Legen Sie die beiden Kühlbeutel so früh wie möglich ins Tiefkühlfach, damit diese rechtzeitig tiefgefroren sind. Am ersten Tag, am Morgen nach dem Aufstehen, entleeren Sie Ihre Blase wie gewohnt auf der Toilette. Das ist der Start. Die Sammlung beginnt jetzt mit einer leeren Blase. Bitte schreiben Sie die Uhrzeit vom Beginn der Sammlung auf die Etikette der Urinflasche oder auf das Beiblatt. Ab diesem Moment sammeln Sie den gesamten Urin in der Urinflasche, auch nachts. Die jeweilige Uhrzeit der einzelnen Urinsammlungen spielt dabei keine Rolle und muss nicht notiert werden. Es ist sehr wichtig, dass der Urin auch unterwegs oder während der Arbeit gesammelt und in den Urinflaschen gekühlt aufbewahrt wird. Für den Transport der Urinflaschen können Sie die Tasche verwenden. Unser Tipp: Nutzen Sie zum Beispiel die Sicherheitsnadel als Erinnerungshilfe für die Urinsammlung, indem Sie sie beispielsweise am Unterhosenbund befestigen. Sollte eine einzelne Urinsammlung vergessen werden oder bei der Sammlung etwas Urin daneben gehen, dann führen Sie bitte die Sammlung trotzdem fort und melden dies im Studienzentrum bei der Übergabe der Urinflaschen. Am nächsten Tag, morgens nach dem Aufstehen, sammeln Sie dann den ersten Urin in der Urinflasche. Wenn möglich, sollte dies etwa zur gleichen Uhrzeit sein wie beim Startpunkt der Sammlung am Vortag. Das ist das Ende der Sammlung. Sie haben es geschafft und die 24-Stunden-Urinsammlung ist hiermit abgeschlossen. Bitte schreiben Sie die Uhrzeit vom Ende der Sammlung ebenfalls auf die Etikette der Urinflasche oder auf das Beiblatt. Nun folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die korrekte Urinsammlung. Erster Schritt: Das Händewaschen. Vor jeder Urinsammlung bitte die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen und anschließend gut trocknen. Dies ist wichtig, damit der Urin nicht verunreinigt wird. Zweiter Schritt: Vorbereiten der Urinsammlung. Platzieren Sie die Urinflasche gut erreichbar auf einer ebenen Oberfläche. Öffnen Sie die Urinflasche und platzieren Sie den Deckel daneben, die Innenseite des Deckels nach oben. Dritter Schritt: Die Urinsammlung. Sind Sie ein Mann, dann sammeln Sie den Urin direkt mit der Urinflasche. Sind Sie eine Frau, dann sammeln Sie den Urin mit Hilfe des Messbechers und füllen den Urin anschließend in die Urinflasche um. Waschen Sie den gebrauchten Becher mit Wasser, jedoch ohne Seife aus und trocknen Sie ihn mit einem Papiertuch ab. Die Urinflasche darf nicht überlaufen, deshalb darf sie nur bis zur obersten Markierung gefüllt werden. Falls nötig, benutzen Sie die zweite Urinflasche. Vierter Schritt: Abschließen der Urinsammlung. Sobald sich der Urin in der Urinflasche befindet, verschließen Sie den Deckel der Urinflasche gut, damit beim Transport nichts verschüttet. Sollte sich außen an der Urinflasche Urin befinden, reinigen Sie diese mit einem Papiertuch. Fünfter Schritt: Hände waschen. Nach jeder Urinsammlung bitte die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. Sechster und letzter Schritt: Die Urinflasche kühlstellen. Bitte lagern Sie die mit Urin gefüllte Urinflasche zwischen den einzelnen Urinsammlungen bei 2 bis 6 Grad Celsius. Zum Beispiel abgetrennt von den Lebensmitteln im Kühlschrank, aber nicht in der Tiefkühltruhe. Die Lagerung bei dieser Temperatur ist wichtig, damit die Zusammensetzung des Urins stabil bleibt. Nach Abschluss der Urinsammlung und bis zur Übergabe der Urinflasche im Studienzentrum sollte diese ebenfalls bei 2 bis 6 Grad Celsius, zum Beispiel im Kühlschrank, gelagert werden. Wenn Sie unterwegs sind, verwenden Sie bitte die Transporttasche und legen Sie die tiefgefrorenen Kühlbeutel neben die Urinflasche. Sollten Sie außer Haus, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz,
keine Möglichkeit haben, die gefüllte Urinflasche bei 2 bis 6 Grad Celsius zu lagern, dann legen Sie bitte die tiefgefrorenen Kühlbeutel neben die Urinflasche. Und stellen Sie die ganze Tasche, wenn möglich, an einen kühlen Ort. Bitte bringen Sie bei Ihrem zweiten Besuch im Studienzentrum die gefüllte Urinflasche sowie das übrige Material mit. Verwenden Sie bitte für den Transport ebenfalls die Tasche und legen Sie die tiefgefrorenen Kühlbeutel neben die Urinflasche. Bei Fragen können Sie sich gerne an das Studienzentrum wenden.